Adu. Achtung! 1:0 für die USA. Altidore. So oft hat das schon bei diesem Turnier funktioniert. Superstar Freddy Adu mit der Vorarbeit und Altidore hier gegen Österreich schon früh mit seinem vierten Treffer im Turnier. Die Amerikaner liegen vorne. Für die österreichische Mannschaft, die jetzt in den letzten Minuten eigentlich mit der Einwechslung von Harnik mehr und mehr in der Offensive zu sehen ist. Da gut attackiert. Und wieder lässt er den Ball fallen, Okoti! Okoti! Und noch einmal! Tor! 1:1! Er zählt, alles in Ordnung, der Ausgleich, absolut verdient. Ja, mit tatkräftiger Unterstützung in diesem Fall. Ab beim Torhüter hinten bei den Amerikanern angefangen. Und dann bekommen auch die Verteidiger den Ball nicht weg. Rubin Okoti von Austria Wien hat da gelauert oft vorne. Da wieder, Ball abspritzen lassen, dann setzt danach, ist schneller als sein Gegenspieler. Noch ein Haken, kommt ein Dritter von hinten und dann wuchtig zwischendurch. Einer steht sogar im Kurznick mit der 5 Sturges, aber unter Chris Seitz hinweg. Ja, mit diesen letzten paar starken Minuten kann man jetzt durchaus sagen, dieser Treffer, dieser Ausgleichstreffer geht in Ordnung. Das 1:1 absolut verdient. Ja, gute Taktik. Meine Güte! Schlussminute in der Verlängerung, erste Spielhälfte. Ja, und jetzt wieder Ordnung, Ordnung, da keine Gelben weiter riskieren. Ja, gibt's denn das? Paul Kludowatz hat der heute ein Goldhändchen. Da wird gestochert und gewirkt, Okoti. Und dann irgendwie kein Abseits, Seitz fliegt daneben. Und Jimmy Hoffer gehört, glaube ich, die letzte Ballberührung. Okoti, er wühlt sich da den Ball. Und auch Brödl ist mit dabei. Und Hoffer, ja, als letzter ist er, glaube ich, dran. Von der Stange springt der Ball noch ein wenig weg. Viel hat er nicht tun müssen, aber er ist wieder der Superjoker. Er hat wieder gestochen. 2:1 vorne, ein Mann mehr, Österreich auf dem besten Weg ins WM-Semifinale.